Hätte ich das nicht gewusst, ich glaube, dann wäre ich jetzt heute schon in der Insolvenz. Wenn du das bei deiner Zielsetzung berücksichtigst, dann stehen dir sprichwörtlich gesagt alle Türen offen. Dadurch habe ich es so für mich ganz persönlich geschafft, meine Erfolgsvision zu verwirklichen. So, da haben wir dann mal was vorbereitet hier. Ziehen wir mal hier die ultimativen Visionen. Ich möchte eine gerechte Welt ohne Armut. Nächster. Ich möchte meine Ideen in der Welt verbreiten. Nächster. Ich möchte Menschen wirklich glücklich machen für die Freiheit aller Menschen. Das ist zwar super, wenn man sich solche Visionen setzt, aber wichtig ist, dass man diese Visionen auch umsetzt, Gas gibt und dafür brennt. Und wie du das machst und was Visionen überhaupt sind und wie du deine eigene Vision findest, genau darum geht es heute. Wir fangen erstmal ganz simpel damit an. Was sind überhaupt Visionen? Warum sind Visionen wichtig? Also Visionen klingt ja jetzt erstmal nach irgendwie, ich habe so einen Seher, so einen Zukunftsseher, eine Vision, ne? Und dann sehe ich, was in der Zukunft sozusagen alles passiert. Jetzt habe ich ja das Problem, keiner von uns hat eine Glaskugel, keiner von uns weiß, was zukünftig alles in der Welt passieren wird. Und das macht es nicht ganz so einfach. Aber für dich als Unternehmerin, als Unternehmer, als Selbstständiger ist es extrem wichtig, deine Vision aufzuschreiben. Also wo willst du langfristig überhaupt hin? Was ist das Ziel des Ganzen? Man kann das übrigens auch sehr schön mit einem sogenannten Vision Board machen. Das heißt, du nimmst dir ein wie auch immer geartetes großes Blatt Papier. Das kann so groß sein, das kann auch Dinner 1 Million sein. Ne, ich glaube Dinner minus 1000, um es immer größer werden zu lassen. Und dann klebst du Dinge da drauf, die du mit deiner Vision verbindest. Egal, ob du jetzt 6 Hurrikans ausschneidest und da drauf klebst, ob du Goldtaler da drauf klebst oder ob du ein riesiges Team aufklebst oder ob du ein Herzchen da drauf machst, ist völlig egal. Deine Vision für dein Unternehmen kann ganz individuell sein und das ist vielleicht schon der erste wichtige Tipp. Die sollte auch individuell sein. Das heißt, die sollte so sein, wie du dir deine Vision vorstellst. Also die sollte das sein, was für dich ein wirklicher Antrieb ist und nicht für andere. Nur weil andere 1, 2 oder 3 haben wollen, bedeutet das ja nicht, dass du das zwangsläufig auch haben willst oder haben musst. Also die Vision ist quasi wie so eine Art, sagen wir mal, Roadmap zu deinem Erfolg. Wenn du deine Vision erreichst, dann fühlst du dich erfolgreich, weil du hast deinen Erfolg reich angereichert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dafür solltest du wissen, wo du hin willst. Wenn du nur ohne Ziel umher treibst, dann wird es extrem schwierig. Diese Ziele sind aber auch für Mitarbeiter, für Kollegen etc. extrem wichtig. Also auch hier, dass du eine Vision teilst, wo du hin willst, was du machen willst, was du aufbauen willst, welche Dinge wichtig sind, die geben quasi auch die Richtung vor. Weißt du, wenn du sagst, okay, da ist meine Vision, das ist so mein Ziel und du das sowieso am Firmament dir so vorstellst, dann weißt du ja auch, in welche Richtung du laufen sollst, beziehungsweise wo du hinlaufen sollst. Wenn du nicht weißt, also sagen wir mal, du gehst morgens aus dem Haus und sagst so, ich laufe jetzt einfach in eine Richtung und jetzt laufe ich mal links und jetzt laufe ich mal rechts und ich habe eigentlich keine Ahnung, wohin. Ich glaube, dann wird es relativ schwierig. Diese Ziele, die du auf dem Weg zu deiner Vision erreichen kannst und hoffentlich erreichst, die kannst du natürlich für dich auch messbar machen. Das heißt, du kannst ganz konkret festlegen, komme ich gleich zu, wie sieht dieses Ziel aus, was muss dieses Ziel beinhalten, welche Faktoren sind bei diesem Ziel wichtig und. Ja, weil wenn du das für dich hast, dann hast du wie so Zwischensteps, wo du sagst, okay, meine Vision, die ist da hinten und einmal bin ich da bei diesem kleinen Dorf und von dem kleinen Dorf laufe ich dahin und dann zu dieser Brücke und dann muss ich durchs Moor und dann muss ich durch den finsteren Wald. Du kannst dir das manchmal so ein bisschen vorstellen wie die Reise der Hobbits nach Mordor. Ja, außer dass dich dann hoffentlich nicht Sauron am Ende bei deinem Ziel erwartet, sondern hoffentlich irgendetwas Schöneres. Ja, Milch und Honig fließt durch die Straßen. Die Frauen warten schon. Nein, also können auch Männer sein, ne? Was auch immer du willst. Das heißt, es ist wichtig, dass deine Vision, das, was du hast und machen willst, dass es möglichst konkret ist, genauso wie man das mit Zielen macht. Das heißt, dass du es für dich greifbar machst. Darum habe ich eben auch von diesem Vision Board gesprochen, weil viele haben so eine Vision und die ist eigentlich sehr undefiniert und unkonkret.
Und dadurch, dass sie unkonkret ist, zum Beispiel, ich möchte meine Ideen verbreiten, das, was ich am Anfang hatte, ist es schwer, dieses Ziel konkret zu erreichen, weil du eigentlich manchmal gar nicht weißt, wann du es überhaupt erreicht hast und wann du es eben nicht erreicht hast. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also, dieses Selbstvertrauen dann zu haben, wenn du diese kleinen Ziele erreicht hast, weiterzugehen und weiterzumachen, das motiviert dich immer wieder. Darum ist es eben auch wichtig, guck mal hier, ruft einer schon, währenddessen ich hier drehe, rufen der Leute schon hier an, ist es ganz wichtig für dich ganz konkret festzulegen, welches Ziel das ist, wann hast du es erreicht und diese kleinen Zwischensteps, von denen ich eben gesprochen habe, wirklich zu erreichen. Also Visionen in kleine, messbare Ziele und Schritte zu zerlegen, ist einer der elementarsten Punkte, neben dem Faktor, dass du ganz konkret definierst, wie diese Vision aussieht. Wenn du dann dich auf den Weg machst, brauchst du ähnlich wie bei einer Reise einen Reiseplan, Reiseführer, Schlachtplan oder was auch immer. Das heißt, du brauchst diese Roadmap. Du musst wissen, okay, also wenn ich dort zu das meine große Vision ist, ich möchte mit meinen Mitarbeitern eines der erfolgreichsten Beratungsunternehmen der Welt aufbauen, dann kannst du das natürlich zergliedern oder kleiner gliedern und sagen, okay, dafür brauche ich auf jeden Fall Mitarbeiter, dafür brauche ich auf jeden Fall Erfolg. Was bedeutet dann Erfolg? Was bedeutet Mitarbeiter? Wie viele Mitarbeiter? Zu welchem Zeitpunkt? Du kannst da ganz kleinteilig werden. Wichtig dann, weil je mehr kleine Ziele du hast, desto besser wird auch immer wieder deine Eigenmotivation sein, das zu erreichen. Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, ich gebe einem Mitarbeiter die Aufgabe und sage, pass auf, du musst jetzt ultimativer Online-Marketing-Experte werden, dann kommt der erste Schritt, okay, du musst erstmal Online-Marketing lernen, du musst erstmal Online-Marketing verstehen, du musst den nächsten Schritt ins Online-Marketing gehen, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Ja? Und das motiviert die Leute viel mehr, als ein großes Ziel zu beschreiben. Also ich möchte mit einem Sixpack im Sommer am Strand rumlaufen. Das ist eine tolle Vision, aber auf dem Weg dahin kannst du ja viel mehr kleinere Ziele erreichen. Ich will erstmal 2 Kilo abnehmen, ich will meine Bauchmuskeln festigen, ich will meinen Poppes nach oben kriegen, ich will meine Arme stärken und so weiter. Und immer wieder diese Schritte sozusagen zu machen. Wichtig dabei ist aber, dass du ja auf dem Weg zu der Vision, sonst könnte ja jeder sein eigenes Ziel erreichen, flexibel sein muss, agil sein muss. Das heißt, dass du deine spezifischen Ziele auch immer mal wieder anpassen musst, dass diese Steps, die dazwischen liegen, immer wieder anpasst, weil du auf einmal merkst, ein Graben hat sich geöffnet und du kannst den ursprünglich festgelegten Weg gar nicht mehr weitergehen. Das funktioniert gar nicht, sondern es muss eine Ausweichung geben. Es gibt auf einmal ein Hindernis, du kommst nicht weiter und du weißt nicht, wie du gehen musst. Du musst die Art zu gehen ändern. Du musst auf einmal vielleicht krabbeln oder du musst springen oder du musst irgendetwas anderes machen. Das heißt, diese Flexibilität oder Agilität zu haben beim Erreichen der eigenen Vision ist ganz wichtig. Das heißt, diese Roadmap, die du am Anfang gemacht hast, musst du dir vorstellen, diese Karte, wo sich immer mal wieder der Weg so ein bisschen ändert, weil da auf einmal ein Stein liegt, da ist auf einmal ein Monster oder wie auch immer, um das mal simpel zu beschreiben. Diese Zwischensteps, die du dir festlegst, diese Ziele, die du, egal ob das ein Wochenziel, ein Monatsziel, ein Jahresziel ist, es gibt ja eine Methode, die SMART-Methode, das bei Zielen sozusagen festzuzurren. Das heißt, diese Ziele greifbar zu machen. Also in dem ersten Schritt diese Ziele wirklich spezifisch zu machen. Also klar zu machen, was ist wirklich hier der Punkt. Nicht, ich möchte erfolgreich sein. Ich möchte erfolgreich sein, sondern ich möchte es eben für mich ganz konkret machen. Junge Dame, ich bin im Videodreh. Ja, danke, bis gleich. Das ist live, ja. Also, das heißt, diese Ziele spezifisch zu machen und wirklich greifbar zu machen, weil Erfolg, was ist Erfolg? Was bedeutet das konkret? Viel Umsatz, wenig arbeiten? Was ist für dich Erfolg? Ich möchte erfolgreich sein, das ist keine Vision. Ja? Das zweite in diesem SMART, neben dem S für Spezifität, ist das M, die Messbarkeit. Ja? Ich will viel Umsatz machen. Was heißt viel? 10 Millionen? 100 Millionen? 1 Milliarde? Dreimal so viel wie Elon Musk? Was ist das? Messbar. Es muss weiterhin auch erreichbar sein, also erreichbar, dass es auch möglich ist, das zu schaffen. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte gerne, fände ich geil, in der Champions League Fußball spielen, würde das in meinem Alter nicht mehr machbar sein. Das heißt, die Erreichbarkeit dieses Ziels, das finde ich auch immer so wichtig, da auch realistisch zu sein, weil es gibt viele Leute, die gehen dann hin und sagen, glaub nur daran und dann funktioniert schon alles. Ja klar, gut, ich wäre gerne morgen mal für einen Tag eine Frau. Mache ich jetzt eine Manifestation, affirmiere das, tritt es morgen ein? Wir wissen es nicht.
Nächster Punkt, Relevanz. Das heißt, sich Ziele zu setzen, die auch für dich wirklich relevant sind zu erreichen. Also wo du nachher auch sagst, es hat sich gelohnt, das zu erreichen. Und nicht, es war einfach nur ein Ziel, was ich festgelegt habe, obwohl das Erreichen des Ziels, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gar nicht relevant für mich ist. Und der letzte Punkt, das T in SMART, ist terminiert. Also konkret festzulegen, bis zu welchem Punkt muss das erreicht werden. Ja? Oder möchte ich das erreichen? Dadurch sind die Dinge präzise, greifbar und du kannst immer wieder auch korrigieren und helfen dir, die Erfolgschancen des Erreichens deiner Vision wirklich nach oben zu treiben. Ja? Weil es eben nicht nur so Larifari, blablablub ist. Ja? Wichtig ist also, dass du hingehst und dir wirklich eine klare Vision setzt. Dass du selber überlegst, okay, wie sieht deine Vision aus und was müsstest du tun, um diese Vision in Realität umzusetzen? Welche Schritte auf dem Weg zu dieser Vision sind für dich wichtig? Oprah Winfrey hat dazu gesagt, Visionen, finde ich einen super Spruch, sind Träume mit Arbeitsschuhen. Das heißt, es ist nicht nur ein Traum, sondern es ist etwas Greifbares, etwas Reales. Und wenn du es auf dein Unternehmerisches überträgst, ist es egal, ob das jetzt... Du kannst auch eine Vision erreichen und irgendwann deine Vision im Leben ändern und eine neue. Also es muss nicht sein, dass du das jetzt mit 20, werden wir das nicht in der Schule gefragt, du musst das irgendwo aufschreiben und dann musst du dein ganzes Leben nur dieser einen Vision hinterher rennen, weil auch du darfst natürlich als Typ agil sein. Ich finde, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Den habe ich gerade bei den Leuten bei uns in der Mastermind, bei uns in Black Circle ganz häufig, dass wir daran arbeiten und Visionsarbeit machen. So, wo willst du denn überhaupt hin? Was ist denn das, was du ganz konkret erreichen willst? Was sind denn deine wirklich persönlichen Ziele? Und vielen Leuten fällt das schwer. Es gibt ja auch so Sprüche, die heißen, uns fällt es ganz leicht oder wir überschätzen manchmal das, was wir an einem Tag oder an zwei Tagen schaffen. Wir unterschätzen es aber massiv, was wir in einem oder in zwei Jahren schaffen. Weil uns einfach diese Vorstellungskraft fehlt. Und ich wünsche dir einfach, diese Vorstellungskraft zu haben und sich ganz konkret vorzustellen, wo du mit deinem Leben wirklich hin willst. Und wenn du Bock drauf hast, dein Leben wirklich nach vorne zu treiben und noch mehr Motivation zu bekommen, dann guck dir auch mal bei uns an. Wir haben den Link da reingepackt. Ich bin auf Tour mit Aufbruch Wunschleben. Und du kannst dir wirklich für ein Apfel und Ei ein geiles Ticket holen, auch in deiner Stadt. Und dann sehen wir uns vielleicht und arbeiten noch ein bisschen mehr daran, sich aufzumachen, das eigene Leben so zu leben, wie man sich's vorstellt. Wo sind sie denn? Mann, ey, ich finde sie nicht. Was suchst du denn? Oh, meine Abonnenten. Also jetzt abonnieren, weil ich habe keine Zeit mehr, hier weiter zu suchen.